Oh Mann, oh Mann, was für eine Folge. Ben tot, Kenny tot. Nur noch Monika? Clementine und Lee sind übrig von der ersten Gruppe. Und Crystal und Omid verhelfen uns jetzt, sie zu retten. Kenny was my friend. Soon as someone dies, they don't immediately have to have their sins forgiven. He was what passes for a friend now. I understand. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Ja, ihr werdet großartig für sie. Keep her safe. We do our best. You know that. Good. Thanks. Whatever your best is, I'll trust it. That's all you can do. Fuck. Be careful across here. Dieser Blick. Oh, das sieht jetzt schon wieder so aus, als wenn hier wieder irgendwas jetzt kaputt geht oder... Oder einfach mal nicht. Geht's einfach mal gut? Das wäre schön. Oh, wow. River Street's just up ahead. Überraschend. Whoa, careful. Even the buildings are full. You never know where the next meal is. Be careful, Louis. Sei vorsichtig. Yeah, we don't need any more accidents. Ich finde, man verliert so ein bisschen den Mut an dem Spiel. Weil letztendlich stirbt eh jeder irgendwie. Es geht nur noch um Clementine. Lee wird auch sterben mit dem Biss. Ja, es geht nur noch um Clementine. Marshall's Hotel is around the corner of the block. Das ist Hotel, okay. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hard. Decision doesn't make itself. Ich gehe zuerst. In case anything happens out there. You sure? Ganz sicher. Ja, wie wollen wir denn in dieses Hotel reinkommen, bitte? Just go nice and slow. Ja, am schlechtesten ist es in der Mitte, ne? Macht ja Sinn. Almost there. It's an easy crossing. Good. Scheint doch zu klappen. Ah, was sage ich da eigentlich? Oh, fuck! Immer wenn ich gerade sage, ist doch alles gut, geht alles wieder kaputt. Ist immer so. I'm kind of fucked here. What are you gonna do? Lass mir was einfallen. Figure something out. There's not a ton of options. Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Treffen uns außerhalb der... Let's meet outside of town, by the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah, by the train. Jesus, we'll be there. Na, es war aber relativ klar, dass wir jetzt getrennt werden, finde ich. Ich meine, die Geschichte hat mit Lee und Clementine angefangen.
Und die Geschichte wird auch mit beiden enden. Nur hoffentlich wird Clementine überleben. Das hoffe ich echt. Wenn sie die jetzt auch noch sterben lassen, dann... Weiß ich auch nicht. Dann... Bin ich sauer. Scheint es sich doch sehr... Was wollte ich gerade sagen? Was geht denn jetzt ab? Okay. Sind wir jetzt plötzlich hier bei Dings? Das Sinn macht jetzt so. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde gerade. Naja, okay. Dann probieren wir uns halt mal durch. Bin ich gerade ein bisschen übertrieben dargestellt. Vor allem, warum greift uns jetzt keiner so richtig an? Wir können einfach zwischen den Viechern rumrennen. Das hat sonst nie geklappt. Aber gut. Dann schnetzen wir uns mal durch. Und so eine epische Musik, das... Boah, meine Fresse. Leute. Was ist das für ein Auto? Was ist das? Keine Ahnung. The Marsh House. So, dann retten wir mal Clementine. Boah. Sieht gut aus, Lee. Messer mit dem Inventar. Woher wissen wir, dass es dort ist? Ich mach einfach mal auf. Da ist ein Seil gespannt. Was ist da denn los? I got us adjoining rooms. Hallo. Hello. Okay. This is Sybil. You look horrible. Ich fühle mich auch so. Also, er fühlt sich bestimmt so. Go over there. Wieso? Warum? Wer ist das? Ich habe den nie gesehen. Kennt ihr den? Nee. Quiet, please, sweetie. Uh-huh. Your things. There. This is all I've got, okay? You travel light. I don't believe you. That's it. Go ahead and search me. No, I'm not touching you. Just sit down. Geht doch. Do you know who I am? Nee. Nein. No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me? Ja, genau das denke ich. Back, there might have been a station wagon in the forest. Kombi im Wald? Full of all sorts of food, water, things you need to survive. Ah, fuck, deswegen kam mir auch der Wagen draußen bekannt vor. I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Als wir von der Farm wiederkamen. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? I'm sorry. Whatever it is, whatever happened,
You have to hear that I'm sorry. That doesn't mean anything to me. I wish it did. I'm not a bad man. I don't believe in vengeance. But I've got nothing left. Es geht nicht nur dir so in dieser Welt. Have you ever hurt somebody you care about? Nicht absichtlich. Not on purpose. If it were on purpose, you'd be a sociopath. I hurt her so bad. Wem? My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Yeah, was kann... Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. Ich sag mal, tut mir leid. Ich versuche die Situation mal zu beruhigen. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Wie wir alle, ich finde das ja, kann man mal sagen. We all do. Some more than others. I'm not like you. Nee. You walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. Ganz so einfach ist das nicht. You abandoned a defenseless, grieving woman. Du warst nicht da. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. Ja. Ich versuch's mal zu erklären, aber. So my family starved in the cold. Ja. So ist es in so einer Welt. Aber warum stand der Wagen da auch einfach rum? You're a monster. You're a murderer and a thief, and I'm gonna hurt you so bad. Mm-hmm. It doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Unser Plan? Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. Der ist doch krank, der Typ. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But... her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Mhm. Na, hoffentlich gehst du nicht mit ihr alle jagen, mein Freund. Bist du ja verrückt. You're crazy. Keeping her with you is crazy. You'll have to kill me. Yeah, I know. Hey, honey, I think this is all gonna work out. Huh? What are you? I'm glad too. Was ist, was, mit, redet er mit der Tasche oder was? I wish it wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon, isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess.
Mit wem redet ihr denn? She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Schön. Fuck, 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 huh. Mein Gott, das hätte dabei immer klappen müssen. So. Dann kämpfen wir mal schon. Fuck, ich hab ihn nicht gekriegt. Vorbeigekriegt, ey. Katz. Ich will ihn enden. Ja gut. Oh Gott. Kann man gar nicht schaffen, glaube ich. Son of a bitch. Fuck. Nein, werde ich nicht. Oh. Sie sehen nicht gerade super aus. Horrible. Ja. That's what he said. Let's just get somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Hat er dir wehgetan? No. Not really. I'm sorry, Lee. Cleo, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Wir haben Clementine gefunden. Ich würde trotzdem gerne wissen, womit er geredet hat. Ich habe da so einen ganz, ganz, ganz bösen Verdacht, aber... Hey. You saved me. It's my fault. Everything is dangerous. Like you said. It's okay. You learn. Oh Gott, genau das habe ich mir gedacht. Jesus. Don't look in there. No, I know. Gott, oh Gott, oh Gott. Fremder. Können wir mit dir reden? Oder jetzt wahrscheinlich noch nicht, ne? Which way out? Through there. So, ja, dann raus hier. Ich muss es... Wow! Ich hab mich gerade erschrocken. Warum greift ihr uns nicht an? Letzter Schuss. It didn't bite you. Yeah, I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. I had to get through a bunch of them to get here. Naja, oder es liegt einfach daran, dass wir auch schon ein bisschen wohnen. Out of Savannah. Okay. Muss ich das jetzt auch noch selber machen? Na komm. Oh no. Ey, wer denkt sich denn sowas aus? Oh Gott. Echt jetzt? Der schöne Pulli. Und Lee tut so, als würde sie ihn überhaupt nicht interessieren. Are you
done? But more. I want to be sure. Just a little more. So gross. Das stimmt. Bin ich voll auf deiner Seite, Clementine. There. That should do it. I hope so. And you're missing something. I thought it was gone. You were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Around. Keine Panik. Don't panic. I'll keep you safe. Mal schauen, ob das klappt. Und das sehen wir in der nächsten Folge.